Einmal finde ich, durch Zufall war das im Kühlschrank. Ich habe geguckt, ob da irgendwie ein bisschen Obst drin war oder was da drin war. Und habe geguckt, ob wir da eine kleine Vespa machen. Und habe dann im Kühlschrank gesehen, Kohlköpfe. Und ein Kohlkopf kam mir komisch vor. Dann habe ich das Gemüsefach aufgezogen und das war ein Kohlkopf aus Metall, nachgemacht, aber eine kleine Kassette. Die lag zwischen den anderen Kohlköpfen, sodass sie die nicht gesehen, aber die lag jetzt oben auf. Deswegen habe ich von der Farbe her so einen Unterschied festgestellt und habe die angehoben und habe tatsächlich eine Kassette gefunden und war auch noch richtig was drin. Ne? Das ist also ein sehr seltsames Versteck. Dann haben wir Verstecke gefunden, wie ich schon gesagt habe, im Kühlschrank überhaupt allgemein. Wird dann eben manchmal eingerollt in Silberpapier, oben im Tiefkühlfach, Schmuck oder dergleichen mehr. Schmuck in der Kaffeemühle, unten im kleinen Fach, wenn Sie da so drin, eine besonders wertvolle Uhr. Unterm Tisch festgeklebt, Geld in kleinen Röllchen, immer unterm Tisch, so mit meinetwegen festgeklebt. Das sind gute Dinger, wenn Sie was so verstecken wollen. Dann haben wir hinterm Bild, im Bilderrahmen finden Sie Geld. Wenn Sie jetzt gute Bilder haben, die nehmen wir natürlich auch mit. Wenn Sie Matisse an der Wand hängen, den hänge ich natürlich ab. Unterm Teppich habe ich zum Beispiel Geld gefunden. Dann ist das ist dann wiederum kontraproduktiv, wenn Sie einen guten Teppich haben. Einen guten Teppich nehme ich mit. Und da hat der Mann dann nicht dran gedacht. Der hat gedacht, war ein schöner Keschern. Also den Keschern rolle ich natürlich zusammen. Und was finde ich denn noch als Zusatz? So, in der Unterwäsche finden Sie sehr oft Verstecke, weil vor allen Dingen die Damen, die denken immer in ihren Intimbereich, da geht es so, das ist ganz sicher. Und da wird dann oft in der Unterwäsche, wird dann überall schön immer Briefumschläge, habe ich schon gefunden. Eine Kassette habe ich gefunden. Wissen Sie, wo wir schon was gefunden haben? Kennen Sie Ado, die Gardinen mit der Goldkante? Da war schön Gold drin. Und zwar was für Goldarmbänder, sage ich Ihnen. Vom Allerfeinsten. In der Gardine. In der Gardine. So, das haben Sie nur gemerkt, weil Sie die Gardine auf Seite geschoben haben, weil ich geguckt habe, ob was dahinter stand. Ich denke, verdammt, ist die schwer. So, und dadurch fällt das dann auf. Ne? Das sind also so seltsame Verstecke, und aber auch gute Verstecke, muss ich dabei sagen. Also um ein Fazit der gesamten Verstecksanalyse, sage ich mal, zu ziehen. Es gibt so viele Verstecke, die können Sie nicht alle finden. Wenn Sie solche guten Verstecke wie eben geschildert finden, dann ist das oft nur reiner Zufall.